There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us the moon. Hallo Welt, da sind wir wieder, hier mit einer neuen Serie Deliver Us the Moon Fortuna. Ein Titel aus dem Hause Köken Interaktiv und an dieser Stelle bedanke ich mich für die Spende des Titels. Wir starten ein neues Spiel. Ich weiß selbst noch nicht sehr viel über den Titel, der Titel ist ganz frisch rausgekommen. Ja, und wir testen ihn jetzt also blind mal an. Mehr dazu vielleicht dann gleich, wenn es richtig losgeht. Nun, willst du wirklich ein neues Spiel starten? Ja, wollen wir. Ich hatte nur schon mal die Soundeinstellungen überprüft und geguckt, ob Fraps das auch aufnimmt. Ja, das tut es. Und ja, wir starten das Spiel. Family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees despite reports of resource shortages. Ja, da können wir uns ja schon bewegen. Ja gut, so viel habe ich wohl mitbekommen. Es ist ein Survival-Spiel. Wir sind hier wohl ein Astronaut. We're ready to start the mission. Do you copy? Und die Nachricht wurde ja gerade schon gesagt, liefert uns den Mond. Oh, wir haben etwas zu prüfen. Okay, drehen funktioniert, lesen. Moonman, Far Crossing Backside. Ein mutiger Astronaut wagt sich auf den Mond. Seine Mission, die Weite des Mondes zu erforschen und seine Geheimnisse aufzudecken. Während die Straße trostlos ist und die Not vieler, weiß er, dass er beharren muss, um die Menschheit zu retten. Moment, können wir das auch mitnehmen? Lesen? Nein, wir können es zurücklesen und
Können wir das untersuchen? Na gut, wir gucken mal. Ich denke mal, jetzt am Anfang haben wir wohl noch das Tutorial so halbwegs vor uns. Oh, hier haben wir aber schon was. Fortuna 1, das sind wir, glaube ich. Denn das Ganze heißt ja Deliver Us the Moon Fortuna. Ah. Ja, wir gucken uns erstmal, das sah aus wie eine Blaupause. Hier gucken wir uns das erstmal an. Vielleicht können wir da irgendetwas bauen. Und zwar haben wir, starten Sie die Sequenz, Kommandomodul Blueprint, erstens Ground Launch Sequencer Orbitalzugriffsarm, Hilfstriebwerke, gasförmiger Sauerstoffentlüftungsarm, Tonunterdrückungssystem, fünftens und sechstens Wasserstoffabbrand, ja, siebtens Hauptmotorzündung, achtens Hauptmotorabschaltung, neuntens Bühnentrennung, zehntens, ach, ihr lest das ja selbst, also Zündung der zweiten Stufe, jetzt kann ich es auch zu Ende lesen, Backseite. Ja, 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 ich hab schon verstanden, ich habe nur nicht ganz zugehört. Du hast es schon tausendmal in unseren Simulationen gemacht. Wir wissen, dass sie das tun können. Viel Glück, Claire. Ja, schön, schön, schön. Wir legen es zurück. Aha. Das können wir also... Ja, okay, Energiesparen ist vielleicht ganz gut. Hier haben wir einen Spind zu durchsuchen. Ja, noch nicht. Vielleicht sollten wir das hier anziehen, damit wir raus können. Aber es gibt ja noch so viele andere Sachen zu untersuchen, liebe Welt da draußen. Schauen wir uns das hier mal an. Aha, ja. Also, vielleicht am 14.03.2041 MPT Online. MPT überträgt Energie vom Mond zur Erde. Die Mikrowellenenergieübertragung, MPT, erzeugt... Ja... Ja, ja, ich bin nur gerade beschäftigt mit Lesen. Erzeugt also Energie in einem Fusionsreaktor und sendet sie drahtlos an Empfänger auf der Erde, die mit Helium-3 auf dem Mond betrieben werden. Während die MPT über ein Jahrzehnt dauerte, ging das Energiesignal schnell von der Mondkolonie zur Erde. Die World Space Agency glaubt, dass das... MPT genügend Energie aus dem Fusionsreaktor der Kolonie übertragen kann, um etwa 20% der Erdbevölkerung zu versorgen. Dieser Prozentsatz wird voraussichtlich schnell ansteigen. In einem weiteren Jahrzehnt könnte das MPT die gesamte Erde antreiben, sagte Dr. Isaac Johansson, der leitende Wissenschaftler der Behörde. Die Erde wird nie wieder im Dunkeln sein. Backside, funktioniert es noch? Ja, ich denke, alles ist gut. So, wer hat denn da gerade mit uns geredet? Moment, ach, wir können zoomen, stand hier gerade, ja. Ah, okay. Ja, liebe Welt da draußen, das ist sowas von blind, was ich hier mache. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier ein DLC ist, denn Deliver Us the Moon... Fortuna heißt das Ganze ja und nicht nur Deliver Us the Moon. Also von daher, ich gehe fast davon aus, dass es jetzt ein DLC ist. Und auch die Geschichte lässt ja vermuten, dass es... Ja, wer redet denn da? Ah, drücken! Wir dürfen Knöpfe drücken. Oh, schick. Hey. Greifen? Ground Control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. Wir haben ein Astro-Tool. Ja, wir bestätigen den Kontakt, endlich! Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Okay, okay, okay. Wir haben also keine Zeit. Dann Tab Ausgang. Wow, das ist ja... Hey... Ich bin begeistert von der Grafik auch. Und vor allem die Sounds, liebe Welt da draußen. There she is, the Taurus 5. It took us 4 years to get her ready for launch.
But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Ja, es wird schon ziemlich windig. Wir sollten uns also beeilen, was auch immer unsere Aufgabe gerade ist. Ich hätte mal zuhören sollen vielleicht. Ja, wie man gesehen hat, springen können wir. Und wir können auch etwas schneller, ja. Wir können auch rennen. Ja, gut. Sollen wir hier rein vielleicht? Da blinkt das Licht. Oh, Moment, was war hier? Spülen! Ach, ehrlich? Haha, wie schön. Ah, ja, das geht. Das geht, um Wasser zu sparen mit Luft wahrscheinlich. Ah. Ach, wie schön. Was ist das denn Schönes? Oh ja, wir haben doch keine Zeit, aber ich glaube, das ist jetzt im Pausenmodus gerade. Also MPT, Ende des Zeitalters der Drähte von Isaac Johansson. Backside Innere. Erinnere eine Welt ohne fossile Brennstoffe und Umweltverschmutzung. Alle unsere Energiebedürfnisse sind im Handumdrehen erfüllt. Ein System, das drahtlos Energie auf der ganzen Welt und darüber hinaus übertragen kann. Dies ist die MPT, die Mikrowellen-Energieübertragung. In diesem Buch diskutiert MPT-Erfinder Isaac Johansson, was die Zukunft für dieses revolutionäre System bereithält. Ah. Ja, ist das unsere Rakete? Schön rot, das gefällt mir schon mal. Scan. Links. Dossier. Oh, da haben wir gleich aber ziemlich viel hier, oder? Nein, das ist alles noch nicht entdeckt. Die Familie Johansson, eine verlorene Mutter. Elisabeth behielt die Familie Johansson zusammen, nachdem ihr Ehemann Isaac eine Rolle im Lunar Council übernommen hatte. Nach ihrem Tod kümmerte sich Claire um ihre Schwester Katie, bevor sie auf den Mond gebracht wurde, um mit Isaac zu leben. Sowohl Isaac als auch Katie wurden seit dem Stromausfall nicht mehr gesehen. Und das sieht hier oben auch schon wieder sehr vielversprechend aus. Wir haben eine Missionsliste, okay, aber wir haben Werkzeuge, liebe Welt da draußen. Das könnte ein Riesenspaß werden. Ah, wir sehen schon. Wir haben ein Kommunikationsgerät, eine Taschenlampe, Astro-Tool und Oculus. Okay. Ich bin begeistert. Oh nein, hier ist jemand gestorben, oder? Ranzoomen. Oh, der wurde aber auch nicht sehr alt. 43 nur. Oh mein Gott, das könnte ich sein. Nicht gut. Ja, traurig. Wer ist das denn? Mutter, Frau, Tochter. Und... ja, okay. Ja. Oh, Teddy! Hey, das fängt ja gut an. Hier können wir scheinbar nichts einsammeln. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier hin sollen. Ich hätte mal genauer hier in die das Missionstagebuch reingucken sollen. Aber ich glaube, wir gehen raus. Das ist bestimmt auch unsere Aufgabe. Aha, was ist das Interessantes? Sputnik-Denkmal. Ein Denkmal markiert den Eingang zum Kosmodrom von Fesenkov. Die Anlage wurde aufgegeben, bis das Fortuna-Team nach dem Stromausfall die Basis für ihre Operationen bildete und mit den Vorbereitungen für die letzte Weltraummission der Menschheit begann. Das Zeichen liest zu den Sternen. Missionsziele. Jetzt gucken wir aber doch mal ganz kurz. Also betritt die Startanlage von Fesenkov und statte den Astronautenanzug aus. Das haben wir schon. Ah ja, gut.
Oh, Moment, Moment. Sollen wir hier wirklich alles durchsuchen? Nachher fehlt uns irgendwas Wichtiges, was wir von hier mitnehmen könnten. Aber der Sturm kommt auch. Ich glaube, wir haben keine Zeit. Also, geht schnell mal nach oben. Aha. Wir dürfen wieder ein Knöpfchen drücken. Umschalten. Oha. Oh, das ist kaputt. Hey, wer hat das kaputt gemacht? Vielleicht können wir hier raufspringen, aber das bringt nichts. Können wir klettern? Da ist doch eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Okay, wir können auch schnell klettern, habe ich gerade gemerkt, meine ich. Und Wände? Ah, wir dürfen am Rad drehen. Da drehen wir am Rad, okay. Ich hoffe, das reicht. Entweder haben wir es kaputt gemacht oder repariert. Ja, schnell geht gut. Nach oben. Ah ja, oh, komfortabel. Ted, I see you're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Nach ganz oben müssen wir, hat sie gesagt. Ja, scheinbar noch höher. Ach so. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Naja, wir gehen immer links, oder? Okay, hier wird ja wohl nichts Gruseliges auf uns lauern, oder? Ich hoffe, nein. Ja, das ist typisch. Kaum wird's dunkel. Oh nein, wir haben gar keinen Code. Doch, 1, 2, 3, 4. Nicht? Kein Code. Oh, was zu essen vielleicht? Doch, hier ist... Irgendwas ist hier passiert. Das Ding ist kaputt. Da hat jemand... Ja, okay, vielleicht hatte jemand Hunger nur. Das wird ja wohl nicht so ein Alien-Horror-Ding sein oder so. Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Wenn gleich irgendwas hier aus der Ecke springt, dann spreng ich vom Stuhl auch. Da! 3, 5, 4, 8. Habe ich mir gemerkt, habe ich. Die kenne ich, die Zahlen. Okay, deswegen kann man sich das gut... Ach, sammeln können wir doch. Oh, wie schön. Wir können sammeln. Drei, vier, fünf, acht. Was? Moment. Ah, was stand da? Wo sind unsere Sammelstücke? Oh nein. Liebe Welt da draußen, wir haben doch keine Zeit. Alles wird gleich vom Sand bedeckt sein. Ach hier, 3, 5, 4, 8. Ja, habe ich doch gesagt. Was habe ich gesagt? 3, 5, 4, 8. Ah, okay. Gerade hatte ich die 3 nicht drin. Ich weiß nicht, was ich anstelle der 3 drin hatte, aber die 3 hat gerade gefehlt beim letzten Mal. Ja, wir versuchen mal erstmal den Strom wieder einzuschalten, damit wir was sehen, oder? This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Okay, geraucht wurde hier. Und die Zigarette ist verbrannt im Aschenbecher, also ich glaube, da ist jemand fluchtartig hier aufgesprungen und hat das verlassen alles. Scannen können wir schon. Und wir haben noch ein Dossier entdeckt. Entschlossen, die Wahrheit über den 2054 Blackout
2054er Blackout zu suchen und die MPT-Verbindung wiederherzustellen, hat Maria Gonzalez das Fortuna-Team aus der Asche der WSA geholt. Seit 2055 arbeitet Marias Team heimlich an ihrer Mission. Gut. Zoomen. Überprüfen. Oh. Huygens? Das dürfen wir nicht mitnehmen. Nein, wir können ja nicht alles mitnehmen, nur die wichtigen Sachen wahrscheinlich. Aber wir haben es einmal gezoomt und geprüft. Ja, das ist richtig rund. Huygens. Vielleicht die Währung hier oben, aber wir haben nur einen davon gefunden, also vielleicht doch nicht. Ja, ja, da steht's. Okay, Fehlfunktion. Na gut, da steht's eben nicht. Okay, zurücklegen das Ganze und wir gehen mal einfach weiter. Im Moment scheint es mir ziemlich linear zu sein. Was ist das denn Schönes? Als eine der wenigen Überlebenden der 2480 Huygens Cryosleep Malfunction brachte Maria ihre beschädigte ASE-Einheit mit ihr zur Erde zurück. Sie hat versucht, ihre ASE in der Hoffnung zu reparieren, holographische Aufnahmen, die während ihrer Zeit in der Huygens Forschungseinrichtung vom Gerät aufgenommen wurden, wiederherzustellen. Und das können wir nehmen, oder? Nö, leider nicht. Aha. Ja, 19.09.2054. Liebe Sarah, wir trafen uns vor Jahren auf der Person Space Station. Ich wurde nach der Huygens Cryosleep-Fehlfunktion vom Dienst befreit. Weißt du noch, wie wir über meine kaputte ASE gesprochen haben? Ich suche nach einer Möglichkeit, seine holographischen Daten zu extrahieren und ich hoffe, sie könnten mir helfen. Aha, 2000, kann man das scrollen? Nein. 20.09.2054 auch? Einen Tag später vielleicht die Antwort. Hi, Maria. Ja, ich erinnere mich. Holographische Daten durchlaufen eine einzigartige Hardware-Komponente. Ich spezialisiere mich mehr auf Software, also solltest du hier bei Person meinen Kollegen Rolf Robertson erreichen. Er ist ein ausgezeichneter Mechaniker, Sarah Baker. Ah, jetzt haben wir schon mal Maria Gonzalez gehört und Sarah Baker, die merken wir uns die Namen, vielleicht sind die noch wichtig nachher. Ja, und ich denke, für den Einstieg, für die ersten zwei Folgen, machen wir die Folgen auch ein bisschen länger. Habe ich gerade so spontan entschieden. In Memoriam. Ja. Ach so. In Memoriam, die Währung der Huygens Fehlfunktion vom... Die Währung der Huygens Fehlfunktion vom 10. Juni 2048 verlorenen... Oh, Backside. Vergiss nicht jeden, den wir an diesem Tag verloren haben. Okay. Ach so, Backside. Ah ja, okay, natürlich. Ah, da brennt eine Kerze, also war vor kurzem jemand hier. Die kann sich ja nicht von selbst entzündet haben. Gut, wo sind sie denn alle? War hier was zu zoomen? Gerade hier war doch was. Zoomen. Nö, hier ist nichts. So, hier ist das Lager wahrscheinlich. Ah, Licht. Okay, es werde Licht. Das ist gut. Oder das sind moderne Kerzen, die brennen ewig. Greifen? Ach so, Moment. Das können wir... Ja, wo wollen wir es denn haben? Wollen wir hier irgendwo hoch, oder? Das scheint mir so eine Art Aufzug hier zu sein. Aber der ist kaputt.
Moment. Greifen und weg. Ja. Wir wollen nirgends rauf. Wir wollen das einfach nur greifen und... So ein bisschen nach hinten ziehen. Dann kommen wir hier durch. Ja gut, unser Ziel wird es sein, weiter nach oben zu kommen. Aber ich dachte, vielleicht können wir hier doch so ein bisschen was looten, irgendwas finden. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt hier möglich ist, ob es darum geht. Es kann immer noch sein, dass hier auf einmal irgendetwas auf uns zuspringt und uns an den Raumanzug will. Hey, das erinnert mich ein wenig an... Warum fühle ich mich erinnert an Fallout jetzt? Kann mir das jemand verraten? Es ist einfach eine Kantine. Vielleicht fing Fallout auch irgendwann mal in einer Kantine an. Hey, was haben wir denn hier Schönes? Genial gemacht, irgendwie. Ja gut, okay, ich bin vielleicht auch von anderen Titeln jetzt nicht mehr so viel gewohnt hier. Aber es ist schon sehr viele Details schon. Schon sehr detailverliebt, oder wie sagt man? Sehr schön. Gut, hier geht's nicht weiter. Ja, der Weg ist also linear, denke ich, nach wie vor. Ach, jetzt sehe ich das. Hinten sieht man die Taschenlampe, die Batterie. Oh, das ist ja interessant. Hinten am Anzug, könnt ihr das sehen? Das finde ich ja schön. Ja, ich habe jetzt noch gar nicht viele Tasten ausprobiert. Ich weiß, wir können springen. Bücken können wir uns scheinbar nicht. Und ich weiß, wir können zoomen. Aber auch noch andere Sachen. Können wir machen. Ah, Claire's Office. Ich weiß nicht, ist das gut? Sieht mir eher aus wie so ein Audiosignal. Das sieht mir gar nicht so gefährlich aus. Ich glaube, da können wir mal durchgehen. Oder sollen wir lieber durch die Scheibe versuchen durchzuspringen? Oh, prüfen. Hier war was zu prüfen. Moment, was? Okay, ich hab's verloren. Ach, hier. Ja, bitte einmal lesen. Evakuierungshinweis. Bitte begeben Sie sich zwischen dem 15. und 16. September außerhalb der Kosmodromanlage in Fesenkov. Jeder in und um die Anlage muss um 5 Uhr am Treffpunkt vor dem Gebäude stehen. Maria Gonzalez. Gut. Wir gehen hier mal durch. One, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come, it's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we had in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Oh, Licht ist leer. Die lädt sich zum Glück schnell wieder auf, wie es aussieht. Claire Johansson wurde direkt aus der Universität rekrutiert und entwarf die Taurus 5-Rakete für die Fortuna-Mission. Claire war begierig, dem Team beizutreten, um nach dem Blackout von 2054 die Schicksale ihres Vaters und ihrer Schwester
auf dem Mond aufzudecken. Ach so, prüfen haben wir hier noch mal was zu überprüfen. 26.01.2050. Liebe Frau Johansson, das Gericht entscheidet, dass der Vater Isaac Johansson als nächster Angehöriger nach dem frühzeitigen Tod der Mutter Elisabeth Johansson die volle Haft über Kathy Christina Johansson erhalten hat. Als ihr gegenwärtiger Vormund bist du dazu bestimmt, sicherzustellen, dass Kathy zur sicheren Passage zum Mond gebracht wird, um wieder mit ihrem Vater vereint zu werden. Einfach, der ehrenwerte Richter Richard Edge. Ah, das ist so spannend, wenn man überhaupt nicht weiß, worum es hier geht. Aber wir haben ja schon einiges erfahren jetzt. Und ich behaupte einfach nochmal, kann man? Meistens ist doch was unter Treppen versteckt, oder? Bis jetzt konnten wir noch gar nichts aufheben, noch nie. Doch eine Sache konnten wir, irgendeine Notiz haben wir doch aufgehoben. Dann wird das wahrscheinlich nicht so etwas sein, wo in jedem zweiten Behälter eine Überraschung ist. So von der Steuerung ist das schon alles sehr beeindruckend. Steuerung und vor allem die Grafik ist ja wohl super schön. Ah ja. Good. Sind. You're in the control center. Get the rocket ready to launch as fast as possible. Yeah, die Rakete bereit machen. Hey, wir kommen ins Weltall vielleicht. Wer hat das zugedeckt? Was ist hier drunter? Hier drunter ist das Tier, das uns nachher angreifen wird, vielleicht. Interagieren. Moment. Licht sparen. Strom sparen. Starten Sie die Vorbereitungen. Starten Sie den Computer neu. Neu booten, das können wir. Vielleicht sollten wir das lieber zumachen dann, oder? Wenn der Sturm kommt. Ich meine, ich habe nichts gegen Licht, aber... Oh nein, was können wir hier tun? Schließen? Schließen Sie beide Brennstoffventile. Und wir brauchen einen Schlüssel, oder? Nächster? Ach, nächsten gibt es noch nicht. Brennstoffventile, wo finden wir die? Oh, Moment, hier war noch ein Computer. Nein. Brennstoff. Die werden doch nicht hier sein. Oh, interagieren. Der Schlüssel vielleicht? Ach, da wollen wir hin, oder? Ja, ja, natürlich, das geht nicht. Wir sollen ja erst am Rad drehen. Die beiden Räder sollen wir erst drehen. Wo sind die denn? Steht überall jetzt. Das ist wahrscheinlich unsere Aufgabe. Aber warum sind wir hier ganz alleine? Die sind alle schon drin. Wir sind die Letzten. Och, wir haben wieder verschlafen. Oh nein. Oh, hier ist doch nichts. Tassen haben sie zurückgelassen auch noch. Haben wir denn sowas irgendwo gesehen? Aber eine Tür habe ich hier links gesehen. Okay. Da geht es nach draußen weiter. Na, okay. Wir haben doch mal am Rad gedreht irgendwo. Oh. Andere Schwerkraft hier. Interagieren? Da stand interagieren, aber wir müssen ja jetzt nicht mit allem interagieren. Ich würde ganz gerne erstmal das Rädchen drehen. Aufzug raufholen? Naja gut, vielleicht müssen wir nach unten fahren, um die Rädchen zu finden.
Aber gesagt wurde doch vorhin irgendwann mal, wir sollen nach oben fahren. Halt! Rauf da! Schneller! Ja, das sieht nach Brennstoff aus. Genau. Wende. Nummer 1. Blau! Blau ist gut. Oh gut. Dann ist doch vielleicht auf der anderen Seite. Jep. Da ist auch was. Oh nein! Problem. Moment. Kein Problem. Nimm dir die Kiste. Nein, geht nicht. Spring! Oh nein, halt dich da oben fest. Oh. Was machen wir denn jetzt? Der Sturm kommt. Okay, wir können nicht klettern scheinbar, oder? Ich hab's. Ah, hier ist doch. Das ist umgekippt. Das kann ich nicht mehr nutzen. Oder doch? Okay, wir suchen uns eine Leiter oder so etwas. Unten im Laderaum muss es ja so etwas geben. Oder können wir die von der anderen Seite einfach nehmen vielleicht? Hoffentlich. Ach, ja, ich sehe schon. Okay, super. Sag bloß, das ist so ein Puzzleding, so ein Rätselteil. Ja, das würde mich ja freuen. Und rauf. Nicht, dass wir zerquetscht werden. Moment, wo ist das jetzt? Da ist das. Okay. Nimm das. Nein, schieb das. Nicht ziehen. Schieben. Hier draußen ist ein bisschen sandig, das sind die Räder schon so ein bisschen. Die können das nicht mehr so gut. Biegen, ach so, können wir auch. Ganz genau. Ah, perfekt, das reicht schon. Jawohl. Und einmal drehen. Ist die Lampe angewiesen die ganze Zeit? Okay, the hydrogen valves are closed. Head back inside the control center to prime the rocket for launch. Oh, wie kamen wir hier nochmal rein? Oder raus? Ist das wirklich grün jetzt? Das ist blau. Ja, okay. Blau ist gut. Der Schlüssel ist gelb, also. Da wurde gespeichert. Die kennen uns schon. Sehr schön. Oh. Kaputt? Oh nein, irgendwas stimmt nicht. Ach nein, bitte nicht. Ich weiß doch nicht woher. Ach, ich merke richtig, wie der Sturm kommt. Ich kann hier gar nicht mehr so richtig laufen. Drück doch, drück. Oh, schaffen wir es noch? Genug Zeit eigentlich. Eine Minute ist ganz schön viel. Warum geht's? Ja, aber ich weiß doch nicht, wieso? Wohin? Wie bitte? Was? Alle? Ich drücke hier überall drauf, wo ich kann. Jetzt. Mach das an. Hier ist nichts zum Drücken. Wie geht das an?
Halt, Moment, wir fliegen schon. Nein, wir fliegen noch nicht. Da, alles an, zack. Ground launch sequencer started. Zu spät. 10 Sekunden. Oh. Orbital access arm retracting. Be a little more careful. Jawohl. Und noch irgendwas zu drücken hier? Sequenz starten. Oh nein, wir müssen das gedrückt halten. Okay. Ich weiß doch nicht, was ich hier mache. Perfekt. Ich glaube, wir haben den Arm nicht abgekriegt. Rocket Navigation Systems online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Initiate launch procedure. Immer mit der Ruhe. Okay. Ground launch sequencer started. Orbital access arm retracting. Be a little more careful. Vielleicht blau? Perfect. Just like with practice. Oh. Was? Hey, das Ding ist kaputt. Müssen wir das da wieder? Was? Das geht nicht. Ah. Müssen wir da drehen? Hier drehen? Da drehen? Oh nein, oh nein. Systems online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Initiate launch procedure. Ground launch sequencer started. Orbital access arm retracting. Perfect. Just like with practice. Ach, vier sollen wir. B. Ah, Moment. A1, B3 und B4. Auxiliary power units booting up. Aber man muss ja auch gucken. Gaseous oxygen vent arm holding, but barely. War nix. Try to go easy on the equipment. Vent arm safely in place. Oh nein. Was sollen wir denn jetzt machen? Lassen Sie alle Ventile schnell los, okay? Sound suppression system engaged. Ja, das ist gut. Hier ist noch was. Soll ich das... Was ist das? Hydrogen burn-off system activated. Rocket boosters ready for ignition. Sending life countdown. Ach was. Uhu. Rocket boosters ignition start. Engines ready in 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff! Jawohl! Ja! Morgen bewerbe ich mich bei der NASA sofort als Astronaut, als Pilot. Ich will nichts anderes machen, außer Knöpfchen drücken und Hebel ziehen. Ich brauche aber so meine Versuche, das müssen die dann schon wissen. Ja, okay, sehen sieht man nicht viel. Wahrscheinlich werden wir auch gleich... Na, ich weiß ja nicht, wie schnell das ist. Wir werden wahrscheinlich das Bewusstsein verlieren, oder? Oh, jetzt wird's ruhig. The rocket has entered the thermosphere. You're on your way, Fortuna 1. Ja, also liebe Welt da draußen. An mir ist ein Astronaut verloren gegangen, oder? Was sagt ihr dazu? Perfekt? Ja, ich muss sagen, die Speicherpunkte sind super gewesen jetzt. Ich dachte, wir müssen dann den ganzen Weg nochmal rennen. Aber so ist das angenehm. Aussicht genießen. Jawohl.
first astronauts made their way die to the Erde. 100 years ago. Der blaue they knew an Earth planet. Full of life. All we know today is dust. Oh, we sieht nicht so gut aus. Back online. It could restore um die the Erde. Hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild and most of all, start thinking about a future. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, Claire. We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Puh, ja, das war ja schon mal spannend. Starte die Rakete, beende die zweite Stufe der Startfrequenz. Sequenz steht hier außerdem. Ja, beende die erste Stufe und betritt die Rakete, bevor der Staubsturm zu nahe kommt. Juhu! Und dann bereiten Sie die Startreihenfolge. Ach nee, das sind die Sachen, die alle erledigt sind, meine ich. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber 3 von 4 haben wir schon mal geschafft. Ach so. Beende die zweite Stufe der Startsequenz. Wir sind doch... Nein, 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 nein. Ich lass mich doch hier nicht. Wir sind... Ja, wir sind. Wir sind sogar schwerelos. Hier fliegt alles rum. Hätten wir das nicht anschnallen sollen oder wenigstens irgendwo reinpacken sollen? Was ist das? Prima. Oh, hoppla, da leuchtet was rot. Ich hau drauf, bis es grün oder blau ist. Das auch. Noch was Rotes? Oh, hoppla. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, doch nicht. Ich bin ja Astronaut. Ich weiß ja, wie das geht. Super. Hey, wer kam auf die Idee? Kökene Interactive. Super Erfindung, das. Deliver us the moon. Da stürzt was ab. Das ist nicht gut. Dock zum Bahnhof. Also betritt die Pearson Raumstation. Das ist aber ruhig jetzt auf einmal. Naja, im Vakuum gibt's keine Geräusche. Was ist hier? Oho. Moment. Ach. Ach, ja, wir sind ja Astronaut. Da müssen wir jetzt auch... Ja, genau. Das gehört mit dazu. Das ist das tägliche Brot eines Astronauten. Seine Aufgaben. Okay. Abwärts. Ich bin im Bilde. Ich weiß ganz... Ah, ja, das leuchtet ja alles schön. Stehen bleiben. Ach so, nee, das war nach oben. Ah, hier sieht man richtig, was passiert. Hey, 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 wir haben es gleich. Wir müssten uns so ein bisschen noch drehen, geht das? Oder, nö, das reicht, das schaffen die schon. Ich
weiß ja nicht. Runter. Runter. Ein bisschen nur. Ach so, das ist vorwärts, rückwärts, das Gas geben. Ah ja. Hey, 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 hey. Nicht so? Ja, ja. Ich weiß, ich hab den Eindruck, wir sind ein bisschen schief, sind wir. Ah, das passt schon, das passt. Das ist ja immer noch im grünen Bereich. Wir können jetzt voll Gas geben eigentlich. Oh nein, hier hoch, 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 hoch. Oh nein, warum ist das? Warum mache ich das? Jetzt ist doch viel größer der Kreis. Das müsste doch viel einfacher gehen. Oh, wir sind zu schnell. Nein. Es war blau, liebe Welt da draußen. Blau. Oder sollte ich sagen, liebe Mitreisenden da draußen? Na? Na also. MPT Network Offline. Ja. Oh nein. Oh ja. Hey, das ist doch super. Hey, Moment, runter, runter, runter. Halt zurück. Oh. Moment, woher kenne ich das? Ah, Prey. Daran hat mich das jetzt gerade erinnert. Okay. Ja, nur mich. Euch vielleicht nicht als zu sehr, liebe Welt da draußen. Oder liebe Mitreisenden. Ich habe gar nicht zugehört, was jetzt gesagt wurde. Aber hier schwebt so eine Kissenrolle rum. 5 Jahre nach dem Blackout. Auf der Raumstation sind wir. Zum Glück weiß ich nicht, was hier passiert ist. Oh, holla. Hm. Wollen wir da runter? Ist dunkel. Nein. Ich glaube, wir wollen dorthin, oder? Ich glaube schon. Da ist ja nichts los. Ja, und da auch nicht so viel. Ja. Wir schweben mal dorthin. Ich habe das genau gesehen, dass sie abgespeichert wurde. Sauerstoffmangel. Oh nein! Wie kommt's? Kalt ist es außerdem auch noch. Okay, roter Weg. Überprüfen Sie die Verbindung der Station zum MPT-Netzwerk. Bringen Sie Lebenserhaltungssysteme wieder online. Aber natürlich doch, das Erste ist das, was wir tun. Schnell hier durch. Zum Glück weiß ich ganz genau, wo das ist. Tür auf. Tür auf. Tür auf. Ah, oh, öffnet sich nicht. Okay. Das ist nicht ganz richtig hier. Habe ich mir schon gedacht. Ich wollte nur mal gucken. Ach, Sauerstoff. Wer braucht schon Sauerstoff? Wir können schweben. Oh nein. Nein, nein. Halt. Runter. Ja. Was ist das? Sauerstoff. Greifen. Ist das kein Sauerstoff? Warum kann ich das dann greifen? Ich dachte, ich könnte mir Sauerstoff greifen, so eine ganze Flasche. Vielleicht brauche ich ein Sauerstoffgerät noch dazu. Nein, wir haben doch unseren Anzug an. Hey, wir haben den dicken, fetten Anzug an. Da ist genug Sauerstoff drin. Oh, Essen. Naja, später können wir essen. War das nicht gerade auch kalt irgendwo? Moment. Was machen wir denn jetzt damit? Wow. Moment, vielleicht wieder zurück erstmal. Sauerstoff, atmen ein wenig. Drück da drauf. Geht nicht. Geh da durch. Geht auch nicht. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Können wir das Ding hier nicht benutzen? Oh, wir haben unseren Pip-Boy nicht mehr. Ach so, da oben geht's auch noch rauf. Aha. Lasst uns raus, wir können hier nicht atmen. Oh nein. Da auch nicht? Nein, hier ist gar nichts. Ja, dann geht's ja nur da lang, wo rot ist. Vielleicht müssen wir das hier dran. Und? War es richtig? Hier ist noch was.
Her damit. Was auch immer das war, wir haben es aufgesammelt jetzt. Prima! Links. Wir gehen immer links. Ah, noch mehr von diesen Dingern. Sehr schön. Alles nehmen wir mit. Ach, noch mehr davon? Ja. Oh, können wir alles tragen. Es wiegt ja hier nichts. Ah, da brauchen wir noch so ein Teil. Ah, ja, okay. Warum schwebt das eigentlich alles hier so rum? Da brauchen wir zwei Teile, habe ich gesehen. Okay, eins sehe ich schon. Oh, komm her. Wow. Aber wir sind falsch rum die ganze Zeit. Jetzt verstehe ich, okay. Können wir das hier? Ja. Und das andere, wo ist das? Ja, da waren wir ja schon, da war doch nichts, oder? War nicht so hoch. Das macht Spaß, das müsst ihr mal machen. Ah, wir haben Licht. Okay, Essen werden wir uns später drum kümmern. Ich denke, das wird hier schon nicht verderben so schnell. Ist ja Astronautennahrung. Und... ja, ich glaube, die wird so schnell nicht verderben. Wir suchen aber hier noch so ein, zwei... oh, da oben ist auch noch eins. Drei brauchen wir von diesen Teilen. Waren wir hier schon drin? Ja, hier kamen wir her. Oh nein, falsch. Ah. Könnte das eine Teil noch... ja, ja, ich sehe das schon. Vielleicht müssen wir das eine ausbauen und da erstmal einbauen. Oh, hier leuchtet aber auch noch was schön. Ah, Moment. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist Sauerstoff. Habe ich jetzt gesehen, dass das sich wieder auflädt. Okay. Aber das letzte Ding fehlt. Da ist noch eins versteckt. Interagieren. Aha. Was haben wir hier Schönes? Schrotmunition. Oha. Die Zeit läuft. Wir haben keine Zeit zum Lesen, oder? WSA, Internal Mail. Diese Seite nach oben. Copernicus Moon Hub für den Raumhöhenruder fallen lassen. Drop. Oh, ja, zurück damit. Das war nicht das Richtige. Die können wir nicht öffnen. Also, wir suchen nach was Blauem. Ein bisschen schneller hier. Wir sind immer noch falsch rum. Boah, dann nehmen wir doch erstmal das hier raus. Erstmal, meine ich. So, nehmen wir das mal wieder raus. Genau. Und stopfen das da rein. Halt, wo ist da? Oh nein! Oh, wir haben ein Rätsel und das unter Zeitdruck. Halt, halt, halt. Nein, wir brauchen noch eins. Hallo, wo ist das? Ich weiß es doch nicht. Ich habe es nicht gesehen. Hier war nichts. Oder doch? Nein, nein, hier sind wir da. Hier ist nichts. Ah, ich fürchte, wir werden gleich... keine Panik. Ja. Piept ganz angenehm. Vielleicht finden wir noch welche von diesen Sauerstoffflaschen Oxygen. Das ist doch hier nicht richtig, oder? Oh nein, auch das noch. Okay, wir können essen. Schnell was essen hilft auch nicht. Immer mit der Ruhe, wir machen das schon. Wir sollten sparsamer mit diesen Flaschen umgehen. Da waren so viele und wir haben die alle eingesammelt. Ich glaube, das war der Fehler. Okay. Wenigstens haben wir Licht.
Noch haben wir Sauerstoff. Moment, bevor wir jetzt hier den Knopf drücken und keinen Sauerstoff mehr haben gleich. Können wir hier vielleicht schon irgendwie so ein Teil finden? Hier fliegt gar nichts rum, oder? Was ist das hier? So viele Leute und alle glauben sie an uns, da unten auf dem Bild. Nein, hier fliegt nichts für uns rum. Aha. Ja, hilft alles nichts. Wir müssen da rein. Aber eigentlich hatten wir ja Zeit genug. Wenn wir wüssten, wo das ist, ja gut. Sauerstoffmangel? 3 Minuten, das ist mehr als genug Zeit. Okay, Zielsetzung, ich weiß schon. Dieses Teil holen. Einmal. Das Teil da rein. Was ist mit dem anderen Teil? Ich gucke gerade rechts oben, da wird so ein Pfeil angezeigt, ob das unser Ziel ist. Aber warum sollte das angezeigt werden? Wir müssen selber. Ich achte nur auf den Pfeil da. Nein, 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 nein. Das ist alles nicht richtig. Das war vorhin schon besser, was wir gemacht haben. Wo ist das Rote? Da, da müssen wir durch. Kopf einziehen und durch. Hey, Moment. Das ist ja falsch hier. Oder ist das richtig? Okay, Herr Astronaut, bitte machen Sie einmal richtig jetzt. Zeigen Sie mal, wie das geht jetzt einmal. Oh nein! Nein! Ja, Nummer 1. Ach so, ja, diesmal sammeln wir die nicht alle ein. Aber so einen kleinen noch. Fast 3 Minuten haben wir Zeit. Interagieren? Ach so, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, die Tür können wir da irgendwie nutzen. Das hier können wir öffnen. Und... ah, das sind ja mal praktische Schränke, wo dann alles schon drin ist. Okay. Haben wir uns angeguckt. Vielleicht haben wir das Falsche aktiviert hier. Das sind so viele. Wir sollten vielleicht irgendeine Tür erstmal öffnen. Wir haben einen Teil. Ah, okay. Ja, 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 ja. Ich habe einen Plan, liebe Welt da draußen. Seht ihr das da oben? Wie wäre es denn, wenn das da zur Türsteuerung gehört? Wir das hier reinpacken, das andere hier rausnehmen. Dieses da. Dann haben wir 2 drin. Ah, gut. Sehr schön. Und hier packen wir die beiden rein. Eins nach dem anderen. Erst Nummer 2, weil es so schön passt. Und dann holen wir uns das von da oben. Licht. Nein, drehen, 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 drehen. Da, Moment, wo ist denn das Ding? Da. So, Nummer 2. Haha! Oh nein! Wo sind wir hier? Da haben wir schon. Oh, das andere ist weg! Nein, 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 nein. Das ist auf der anderen Seite. So, rein damit. Wow, vorbei! War das richtig? Wir holen uns lieber noch ein bisschen Sauerstoff von hier. Wo ist das Sauerstoffzeug? Ah, das war auf der anderen Seite. Schnell dahin! Oxygen, oder? Oxygen, ja, ich meine schon. Ja, ja, ist noch genug Zeit, keine Panik. Wie viel brauchen wir? 2 Minuten? Ja, 2 Minuten sollten reichen. 2 Minuten sind super lang. So, jetzt müsste doch hier irgendetwas sein. Ach, das war der Aufzug jetzt. Neubooten. Das kennen wir schon. Neubooten. Moment, da ist die Maus. Backup power active. Life support systems online. Oxygen levels rising. Niedlich.
Ja, dann haben wir ein neues Ziel. Überprüfen Sie die Verbindung der Station zum MPT-Netzwerk. Beurteile die Stationsleistung im Kontrollzentrum im Lybra-Flügel. Bringen Sie die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Das ist ausgegraut, also haben wir das doch. Wir haben noch Zeit. Wir können ja auch jetzt hier so ein bisschen gucken, oder? Ach so, hier haben wir doch was. MPT-Netzwerk offline. Stationspower. Very low. Und ja, wenigstens haben wir Sauerstoff, schon mal das Wichtigste für uns. Was war das andere? MPT-Netzwerk. Ja, das wird das Letzte sein. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Stationspower. Doch, wo schalten wir die jetzt ein? Da unten ist es noch rot. Am Blinken gerade. Aha. Ach so. Gut versteckt. Ach. Boah. Ah ja. Audiolog sehe ich schon. Rot. Netze. Ja, so, damit es nicht umherfliegt hier alles. Aber hier sind doch nur wir. Audio. Expedition team, do you copy? Copy control. We're all set. Ready for descent. The MPT network is still down, so expect the lights to go out as you descend towards Copernicus. Thanks for the heads up, Pearson. Remember, Sarah, our oxygen here in the station is limited. After arriving, you'll have 40 minutes to find out what caused the blackout and bring our MPT network back online. If you're not back by then, we'll have to evacuate without you. We hear you, Control. Rolf, you ready? I am. And don't worry, Control. It's probably just a glitch. We'll be back before you know it. Let's find out how they've been holding up down there. Alex, commence descent protocol. All systems go. Descent in 3, 2, 1. Descent engage. Ah, jetzt sehen wir auch links unten die Statusanzeige der Taschenlampenbatterie. Ah ja, hier kann man sich anschnallen. Ist so wie ein Karussell, so ähnlich. Oh, Moment, da war doch irgendwas. Wo war das? Ist nichts. Wir sind einmal rum, glaube ich.
Hier geht's wieder zurück. Ja. Oha. Oder wir sind auch mal durch. Das sind andere hier, glaube ich. Oh, spielt sich nichts ab hier. Person Raumaufzug. Der Person Space Elevator verbesserte die Logistik, um Menschen und Versorgungsgüter vom und zum Mond zu bringen. Als der Stromausfall von 2054 stattfand, wurden die Bahnhofsbesatzungsmitglieder Sarah Baker und Rolf Robertson durch den Aufzug geschickt, um den Stromausfall auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Aufgrund des Notfallprotokolls der Station war ihre Zeit äußerst begrenzt. Ach so. Ach, sowas ist das hier, oder? Vielleicht ja. Wir haben einen Aufzug. Jetzt gucken wir aber mal, ob hier zwei Türen vorhanden sind. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir kamen hier raus. Aber wie sollen wir uns das denn merken? Ja, hier steht doch dick dran Orion. Und da steht, wenn man sich so dreht, sogar... Nein, falsch rum. Ja, das könnte OL. All Orion könnte das heißen. So, dann gucken wir mal. Ah ja, richtig. Stromsparend, sehr gut. So, das war das eine. Aha. Ja, dann ist das ja ein anderer. Aber aus welchem kamen wir jetzt? Da steht aber auch... Ach nee, das ist Pyxis. Okay, Pyxis hört sich gut an. Da gehen wir mal rein. Ziemlich groß hier, oder? Da kann man ja... Nee, hier waren wir noch nicht. Was ist das denn? Doch irgendwas Gruseliges hier? Ich hoffe, nein. Nein, nein, hier waren wir noch nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass wir hier richtig sind. Achso, das sind nur so Gucklöcher. Da drüben ist was rot. Ja. Ist auch was rot. Ach so, das sind so Hebel. Moment. Ah, sprengen wir damit was raus? Egal, jetzt ist es blau. Aha, Moment. Ist das nicht Solarenergie? Brauchen wir die nicht? Ach so, Moment. Nein. Wir müssen die schließen. Ah, jetzt verstehe ich. Damit wir nicht getroffen werden von irgendwas Schlimmem. Also rot immer grün machen, blau oder gelb. In diesem Fall gelb, glaube ich. Können wir das auch im Vorbeischweben grapschen? Nein. Na, dann sieht man ja nicht, wie schön das zugeht hier. Wunderbar. Da ist noch der letzte. Aha. Und dann rüber zu Onyx, oder wie heißt das? Orion da drüben, genau. Orion. Und da dann das gleiche vielleicht. Ach, das ist schon zu. Vielleicht hätten wir das öffnen sollen hier. Hm? Moment. Da dachte ich gerade, ich verstehe das alles. Verstehe ich gar nicht, oder? Jetzt ist alles blau, aber warum ist das hier blau? Ich dachte, wenn zu ist, ist blau.
Ah, gut. Ach so, wir müssen ja auch rausgucken können und irgendwas sehen können. Vielleicht deswegen. Ja, das könnte sein. Nanu? Ist das der richtige Weg hier? Das war doch nicht so ein langer Tunnel, aber egal, es ist ein Weg. Ja, Lybra ist doch was anderes, wieder ein neuer Bereich. Und das ist total cool. Aber ich sehe nichts Rotes, nichts Blinkendes, nichts Leuchtendes. Doch, da leuchtet was. Nur ganz schwach. Cola. Warum sieht das so kaputt aus? Was ist denn hier passiert? Der Becher ist noch ganz. Vielleicht macht da jemand keine Cola. Aber hier können wir durch. Aha. Monorail. Oh, wie schön. There you go, buddy. Almost there. We'll touch up your paint job later, don't worry. Are you ready to go? We've almost got the elevator running again. Yeah, just patching up Alex before we head down. Are you bringing that thing along? Of course. We'll need all the help we can get. Besides, you wouldn't have made it to that airlock if it hadn't been for him. This MPT blackout can't be just a glitch, Rolf. Everything is still dark down there. Last time there was an outage. Did you hear the message from Earth? No. What did they say? They can't even send ships up here anymore without the MPT. It's crazy, right? We're the only ones able to investigate the blackout. Sarah, we need to get you guys down to the surface ASAP. We don't have much time. Okay, let's go. Ja, ja, wir machen das schon hier. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Wir kommen gleich. Verhaltensupdate? »24.09.2054. Ratsmitglied Laverde. Das MPT ist noch offline. Was ist los? Backup Power läuft endlich hier auf der Station hoch und wir reparieren den Parson Elevator, um uns zu Copernicus Moon Hub zu bringen. Um jegliche Hilfe zu leisten, die du brauchst, um das MPT wieder online zu bringen.« Carmen, bitte seid sicher. Sarah Baker, Person, Station Engineer. Warum ist das so schmutzig alles? Nein, nein. Ah, die haben ja Computerspiele gespielt heimlich. Okay, da lassen wir lieber die Finger von, oder? Das ist für irgendwas, glaube ich, aber wir können es ja nicht mitnehmen. Im Moment brauchen wir das, glaube ich, nicht. Oder können wir das irgendwo hier rein kombinieren mit irgendwas?
So viel Schrott hier. Oh, cool. Sehr schön. Und das mit diesen dicken Handschuhen. Ja, wenn man einmal weiß, wie geht, dann geht das. Ist ja auch hier schwerelos alles. Gold. Oh ja, richtig, wir haben ja was vor. Wir sollten doch... Ich hab doch gesagt Survival und ich dachte, man könne hier vielleicht auch noch irgendwie was einsammeln, wenn man hier einmal durch das Tutorial durch ist. Ah, haben wir gefunden. Die Kajüte. Wo ist er? Da ist was. Ja, das Kryosleep. Die Kryosleep-Maschinen. Nachdem der Kryosleep-Generator in der Huygens-Forschungsanlage im Jahr 2048 versagt hatte, führte Marias Suche nach Antworten dazu, zu untersuchen, was von der Maschine übrig geblieben war. Unfähig, die genaue Ursache der Fehlfunktion festzustellen, schickte sie dieses Fragment zur Beurteilung an Pearson-Raumstation-Mechaniker Rolf Robertson. Aha. 20.09.2054. Herr Robertson, ich bin einer der wenigen Überlebenden der Huygens-Kryosleep-Fehlfunktion. Ich bin kürzlich auf ein Fragment gestoßen, das aus dem Kryogenerator gewonnen wurde und hoffte, dass Sie es inspizieren könnten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, meine ASE dazu zu bringen, holographische Daten von diesem Tag zu projizieren? Ich möchte herausfinden, was wirklich in Huygens passiert ist. Maria Gonzalez. Und als Antwort kam schon am 22.09.2054 die Antwort: Liebe Frau Gonzales, ich habe das Generatorfragment, das du geschickt hast, inspiziert, aber ich kann nichts Schlüssiges finden. Was holographische Daten betrifft, ist es leider ortsabhängig. Hologramme können nur dort projiziert werden, wo sie aufgetreten sind. Wenn der Mondrad jemals den Zugang zu Huygens wieder freigibt, denke ich, dass es am besten ist, den ASE mitzubringen und die holographischen Daten zu überprüfen, die da sind. Rolf Robertson, Pearson Station Mechanic.
Aha. Moonman, erster Kontakt. Der Astronaut dockt auf dem Weg zum Mond in eine heruntergekommene Raumstation an. Darin entdeckt er Hinweise eines alten Freundes. Überzeugt davon, dass sie noch auf dem Mond leben, verdoppelt er seine Anstrengungen, den Weltraumlift in einem Wettlauf gegen die Zeit zu reaktivieren. Oh, das hier nehmen wir mit, das kann man immer gebrauchen. Und eine Zahnbürste. Und da unten leuchtet was rot. Was ist das? Oh, das wird wahrscheinlich ein Spielzeug oder so etwas sein. Ah. Reminder, they have changed the code again. New code is 2539. Achso, wir haben eine Zielsetzung. Überprüfen Sie die Verbindung der Station zum MPT-Netzwerk. Verwenden Sie den Code 2539, um auf das Kontrollzentrum zuzugreifen. Sarah Baker, hier ist Ihre Kajüte. Ach so, hier waren wir ja. Ah, sie war die mit der Gitarre. Gut, gut. Kontrollcenter, juhu, Kontrollcenter. Nein! 2539. Woher habe ich die Zahl jetzt gewusst? Geraten. Okay, was haben wir hier Schönes? Alles leuchtet rot. Halt nicht so schnell. Stehen bleiben ist noch nicht so ganz unsere Stärke. Die sind aber weit gekommen, die hätten fast alles abhaken können. Zwei Teile fehlen. Was fehlt? Hobbyraum? Oh. Das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Und Space Elevator vielleicht? Ja, dann. 10.09.2054, Mitglied des Rates MacArthur. NL, was? In den letzten Monaten hatten mein Team und ich Probleme mit Baumaterialtransporten. Eigentlich sollten wir mit dem Orion-Flügel fertig sein, aber auch hier haben wir unseren Meilenstein verpasst, weil die Lieferungen wiederholt abgesagt wurden. Wann können wir erwarten, dass der Mondrat weitere Lieferungen genehmigt? Sarah Baker, Person Station Engineer, nochmal. Und eine Antwort bekam sie auch. Und zwar am 16. Moment. Sechs Tage später, das hat aber gedauert. Sechs Tage später hat sie die Antwort vom Ingenieur Baker bekommen. Der Lunar Council hat beschlossen, die Ressourcenprioritäten wegen des Neubaus auf dem Mond zu verlagern. Für den Moment empfehle ich Ihnen, mit dem, was Sie haben, auszukommen. Wir alle machen hier unten. Okay. William MacArthur, Lunar Council. Und dann nochmal am 19.09.2054. Ratsmitglied MacArthur, Neubau. Wird die Anlage in Huygens endlich repariert? Es ist an der Zeit, dass sich der Ort wieder öffnet. Es gibt zu viel Wissen dort seit der Cryosleep-Fehlfunktion.
Sarah Baker, Person, Station, Engineer. 19.09.54, am gleichen Tag, von Engineer Baker. Es genügt zu sagen, dass das Bauprojekt zwar klassifiziert ist, aber Huygens nicht betrifft. Der Zugang zu Huygens Forschungseinrichtung bleibt bis auf Weiteres eingeschränkt. William MacArthur, Lunar Council. Hey, so ein Ding kenne ich aus Krieg der Sterne. Das ist nicht diese Übungskugel. Das ist irgendwas anderes, Rundes. Ein Ball vielleicht. Können wir das neu starten? Netzwerk. Moment, sollten wir nicht erst was anderes? Egal. Oh, Diagnose. Person Raumstation MPT, Sender und Empfänger online. Verbindung zum MPT-Netzwerk wurde nicht hergestellt. Ach so. Kontakt Mondbasis? Keine Verbindung, natürlich nicht. Oh, hier ist doch so viel. Was können wir denn da reinstopfen hier? Ist das so offen einfach? Ah, so ein Teil haben wir gesehen. Ja. Finde einen Weg, um die Stationsdrehmaschine im Widerflügel anzutreiben. Erreiche den Widerflügel durch den Orionflügel. Da waren wir doch gerade im Orionflügel nochmal zurück. Ja, da müssen wir aber irgendwas mitbringen. Ohne gehe ich da nicht hin. Und wenn es nur diese Dose hier wäre. Oh, was ist das? Ja. Orion Wing, Forschung, Entwicklung, Rolf Robertson. Ja, ich glaube fast, wo wir hier die ganzen Blaupausen finden, ich glaube fast, dass wir hier nachher auch irgendwas bauen können. Und ich dachte, wir könnten jetzt erstmal so weit kommen, bis ich irgendwann mal sage, so, dann starten wir mal in die zweite Folge. Sollte ich so langsam mal. Ich weiß gar nicht, wie lange die dauert. Ich habe, die Uhr ist mittlerweile, die zählt nicht mehr. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen, will ich damit sagen. Ich weiß es nicht. 20 Minuten, da hätte ich noch. Aber jetzt weiß ich nicht mehr. Eine Stunde sind wir doch bestimmt schon dabei. Ja, aber das... Man kann auch nicht aufhören, wie ihr seht. Kann man das sehen? Roboter? Ich versuche mal zu bremsen mit... Wie bei Prey. Geht aber nicht. Ausgabe 6, September 2054, Spacetech Magazine. Reflexionen über die Fehlfunktion der Huygens Cryo Sleep An... Page, meine ich, nicht Anlage, Page. Ein Interview mit Dr. Rosa Laverde, Backseite, also Rückseite vielleicht. In dieser Ausgabe interviewen wir WSA Lunar Council Mitglied Dr. Rosa Laverde über die Ursache von die 2048 Huygens Cryosleep Malfunktion und wie wir diese Art von Katastrophe in Zukunft vermeiden können. Schön. Oh, Chips. Lecker Chips. Ja, das sind Chips. Warum funktioniert das eigentlich bei mir mit dem Rechner, mit der Grafik und allem hier, frage ich mich gerade. Der macht doch sonst schon bei Matschgrafik schlapp, mein Rechner. Weiß nicht, irgendwie geht das. Ja, hier sind noch zwei vernünftige Raumanzüge, falls unser mal kaputt geht. Ja, falls ein Feuer ausbricht, haben wir auch hier was. Oder können die irgendwas Besonderes mehr als unser? Man sieht hier richtig so die Rillen und die Stoffart, oder? Ich bin überrascht. Okay, hier geht's scheinbar nicht nach unten, sonst wären wir draußen, das ist auch nicht gut. Orion, da sind wir auf dem richtigen Wege hier. Neu starten? Plasmaschneider vorbereitet und bereit, Sperren zu sperren. Laufende... Moment, ich habe nichts gesehen.
Laufende Standardprogrammierung. Ach so. Sollen wir hier was schneiden jetzt? Echt? Wenn das ein Plasma schneidet. Ja, okay. Da müssen wir, wenn schon, dann richtig schön machen, oder? Ich hoffe, das war richtig. Wurde zurückgespult jetzt. War falsch, oder? Sperren gelöscht. Schleusentore betriebsbereit. Ich hoffe, das war richtig. Hat er jetzt rückwärts geladen? Sauerstoffmangel. Mhm. Ja, mitnehmen. Aha. Ein Werkzeug, liebe Welt da draußen. Schnitt mit der linken Maustaste, ja gut. Ja, aber wo denn jetzt eigentlich? Haben wir nicht aufgepasst wieder? Nein. Ich guck hier nur, wie das alles aussieht, so überall. Ich weiß doch auch nicht. Wenn irgendwas gelb ist, dann schneide ich. Oder sollen wir die Tür hier aufschneiden? Airlock? Ich glaube nein. Linke Maustaste. Okay, das geht auch nur, wenn wir da sind, wo wir hin müssen. Ja. Hoffe ich. Nein. Ja, das bringt nichts. Q und E gleichzeitig zu drücken, um zu bremsen. Oh. Aktivieren Sie die Rotationsdingens. Aha. Und wie machen wir das? Hier? Nein. Hier fehlt doch was. Oh, Moment, wir haben doch vorhin so eine Kugel gesehen. Ah, ich will immer bremsen. Nein. Wir können die Kugel aber nicht nehmen. Egal, ich behalte das bei mit dem Bremsen. Denn mit Prey sind wir auch noch nicht durch. Wenn ich mir jetzt was ganz anderes angewöhne, dann komme ich in Prey nicht mal ganz richtig klar damit. Und das wäre in Prey, da man da angegriffen wird, ganz schön übel. Hier wird man vielleicht auch später noch angegriffen. Wie gesagt, ich weiß gar nichts über den Titel. Aber hier wird ja auch nicht gesagt, dass wir das reparieren sollen, das Ding. So, irgendwas sollen wir schneiden. Ich versuche es immer wieder mit dem Bremsen. Ja, ansonsten ist die Steuerung ja so wie in Prey. Nur das Bremsen geht hier nicht. Ja, und... Versuchen wir das hier mal zu schneiden. Geht nicht. Ah, jetzt sehe ich. Aha. Okay, okay, ich weiß Bescheid. Achso, das ist schon, das reicht. Sollen wir das mitnehmen schon? Wer weiß, wie groß das hier ist. Da ist noch eine Kiste. Achso. Sehr schön. Achso.
Ja, brauchen wir doch gar nicht im Moment. Das holen wir uns später, wenn wir es brauchen. Oha. Noch nicht die Orientierung verlieren jetzt. Können wir das hier durchschneiden? Nein. Ach so, ja. Dann mal her damit. Und dann? Aha. Okay, hier geht's weiter. Wo geht's da hoch? Gar nicht. Schön. Nächste Kiste, da oben. Aha, Audiolog. Einmal zuhören. Assembly in Section 3C now. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? Was the council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? They're shutting down. Are you all right, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Uh-huh. Ach, Moment. Oh, ja, jetzt haben wir schon das Kommunikationsgerät, die Taschenlampe, Sauerstoffversorgung, Thruster. Und das Astro-Tool hatten wir ja, glaube ich, schon. Oculus ist, glaube ich, auch neu. Und die Plasmaschneide ist ganz neu, ist garantiert neu. Dann haben wir hier noch eine Energiezelle und hier ist noch ordentlich Platz. Also wir finden hoffentlich noch einige Werkzeuge. Ja, es sieht aber hier nicht nach einem Kampf aus bisher. Also, wir haben keine Blutlachen oder irgendetwas gefunden. Da ist ein Helm, aber... Das ist kein Kopf, das ist nur der Helm, liebe Welt da draußen. Das ist nichts Gruseliges. Da. Nur der Helm. Seht ihr? Helm. Ja. Ja, was denn nun noch? Sollen wir uns hier mal reinstellen, den Anzug ausziehen? Nee. Warum sollten wir ihn ausziehen? Jetzt haben wir gerade den Laser bekommen hier. Ja, es war vielleicht... Irgendwas anderes ist passiert. Die Energie ist... Ja, hat er ja gerade gesagt. Auf einmal war alles dunkel da unten. Ja, wie man sieht, ein bisschen was ist ausgekippt hier.
Astronautennahrung vielleicht. Ich denke, das ist was zu essen. Hätte ich gerne aufgemacht mal sowas. Und geguckt, was da drin ist. Können wir die unten hier zerschießen? Nein. Warum sollten wir? Fällt hier alles auf uns drauf. Oh, hier ist Scanner. Orion Flügelplatte. Obwohl die Parson Space Station in Betrieb war, wurde sie nie fertiggestellt. Sarah und Rolf überwachten den Bau des letzten Flügels, bis das Mitglied des Lunar Council, MacArthur, Materialtransporte wie dieses Panel einstellte und alle Ressourcen zu einem geheimen Projekt auf dem Mond umleitete. Geheimprojekt auf dem Mond. Neu starten? Wow. Da haben wir aber noch nicht viel hier. Eine Sache haben wir erst geschafft. Oh oh. Jetzt. Aha. Da fliegen wir lieber nicht durch. Das sieht elektrisch aus. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, ich bin schon zu geschädigt von Prey. Ich fühle mich hier die ganze Zeit wie in Prey und als ob mich gleich irgendetwas angreifen würde. Und jetzt gerade habe ich überlegt, wir werfen einfach irgendwas da rein. Wir können aber im Moment nichts werfen. Das kommt vielleicht noch. Da ist schon wieder ein Werkzeug, ein Schraubenzieher. Braucht man immer so einen Schraubenzieher. Ich fliege da nicht durch. Ich möchte nur gucken. Schraubenzieher. Sehr schön. Das ist doch hier das Richtige. Ich riech richtig, wie verschmort das jetzt riecht. Obwohl, riecht man das überhaupt hier, glaube ich nicht, oder? Ah, nicht gut. Nein, nicht gut. Da müssen wir scheinbar durch jetzt irgendwie. Können wir das hier oben ausschalten? Nein. Naja, dann eben vorbei, ohne sich zu verbrutzeln. Wie viel halten wir aus wohl? Ja, solange es kein Gas ist, habe ich kein Problem damit. Aha. Warum kaputt machen eigentlich? Ja, damit wir da durchkommen da vorne. Das wird der Trick sein, denke ich. Keine Klappe für uns dabei. Nee. Also gelb können wir uns schon mal merken. Gelb können wir anschießen mit unserem Laser. Hier zum Beispiel ist gelb. Hätten wir... Ach, vielleicht hätten wir das hier einfach rausnehmen können, auch zerschießen können hier. Jetzt haben wir alles lahmgelegt. Oh nein. Hey, das ganze Wasser hier, irgendeine Flüssigkeit ist hier ausgelaufen. Guckt euch das an, liebe Welt da draußen, wie das aussieht. Ja, wie Tropfen, ein bisschen trüb. Vielleicht war es Milch oder ja, so Zitronensaft. Zitrone ist nicht unbedingt trüb, dann ist da aber schon reichlich Zitrone drin. Hey, das reflektiert hier richtig alles, was sich da dreht, da hinten. Ich bin begeistert von der Grafik gerade. Da ist der Mond, da wollen wir hin. Vielleicht. Können wir davor? Was passiert, wenn wir davor fliegen? Na, da haben wir noch. Wir haben Schutz. Zerteilen können wir es nicht. Okay, okay. Ich höre schon auf.
Ich mach das nur alles kaputt hier nachher. Die lassen mich nie wieder ins All, wenn ich so weitermache. Okay, hier geht's lang. Ich werd verrückt. So viele Räder zum dran drehen. Erfinde einen Weg, um die Stationsdrehmaschine im Wind, im Widerflügel anzutreiben. Versorgen Sie die Stationsrotationsmaschine mit Strom. Aber ja. Ah, ich sehe schon, hier brauchen wir wieder solche Teile. Diese Batterien da, diese, die wir da haben. Und was ist das hier? Außerirdischen Technologie. Ich weiß nicht. Vielleicht ja. Eine Art Fernseher oder so. Vielleicht brauchen wir die Dinger hier nur rauszunehmen. Ich glaube aber eher, dass wir da welche reinstecken sollen. So, diese Teile sind rot. Da. Ja, brauchen wir das denn hier an dieser Stelle überhaupt? Ach so, Moment. Da ist so ein Ding drin. Aha. Naja, hier können wir aber nichts öffnen. Ach so, die sind hier überall, diese Teile. Was ist das? Faszinierendes. Drehen wir mal hier so. Nein, drehen geht nicht. Aha. Die Teile können wir auch nicht benutzen. Die anderen sind doch bestimmt noch hier irgendwo. Oder können wir da durch? Nein. Was steht hier? Rotationsengine 3. Ah ja. Ja, aber hier ist doch auch nichts weiter. Ach, dann hätten wir wahrscheinlich Schwerkraft, wenn wir das hier eingeschaltet bekommen. Rausziehen hier. Ach, so viele brauchen wir. Aha. Dann verstehe ich schon. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir machen alles kaputt. Nur, warum? Durch oder war es das jetzt? Ich glaube, das war's. Ich sehe da nichts mehr. Ach doch. Ah, Moment. Wir sollen hier durch. Jetzt weiß ich. Wir machen das kaputt, damit wir hier drankommen. Das sind vielleicht keine für uns so wichtigen Sachen hier. Cool, 40% haben wir schon. Nein.
Ach was. Boah, das wäre ja auch alles andere wäre zu leicht, oder? Aber die haben uns doch nichts getan, diese Strahlen. Vielleicht können wir hier einfach durch. Achso, dann dürfen wir jetzt nirgends andocken. Das glaube ich nicht, nein. Vielleicht nehmen wir das hier lieber wieder raus. Wo ist das? Oh nein, das geht nicht mehr. Die Idee mit dem Andocken hat mir gefallen. Nicht andocken. Stark Strom, Vorsicht. Eis! Nein! Oh Gott. Ja, ich wollte gerade fragen, können wir sterben davon? Aber ich glaube, da hat sich meine Frage beantwortet. Aber wir brauchen ja auch gar nicht mehr so viele Teile daraus. Das war das Erste. Ah, wie schön. Ja, okay. Vielleicht haben wir hier so ein Rätsel wieder, dass wir das eine wieder zudrehen und nur die rausholen. Wie viele brauchen wir? Wir brauchen noch gar nicht alle, oder? Drei brauchen wir nur noch. Und hier sind noch... Och, hier sind noch ganz viele. Nee, ja, wir haben es gar nicht so nötig. Wir müssen das eine, sind wir gar nicht drauf angewiesen. Auch unten her? Na, wir nehmen lieber den Weg, der vorgegeben ist, der wahrscheinlich so sein soll. Life support energy supply at 40%. Das war nicht das Richtige, oder? Ja, da blitzt jetzt nichts. Doch. Aber wir können das doch nicht mehr rausziehen und woanders reinstecken. Und dann drehen wir das halt wieder zu hier. Oder wir müssen doch ganz vorsichtig dadurch. Da ist ja, sieht so aus, als könne man dadurch, wenn man nicht überall vorstößt. Nur wir sind gerade überall vorgeflogen. Gibt es noch einen anderen Trick? Da wird doch niemals ein Mensch rein, oder? Wir brauchen ja auch gar nicht hoch oder runter. Wir brauchen auch nicht links oder rechts. Wir brauchen nur geradeaus. So. Aber wir haben doch Beine. Naja, die sind hier unten. Wir gucken jetzt rauf. Oder so gucken wir rauf. Oha. Ah, der macht das schon. Der zieht die Beine hinterher. Die Beine sind nicht so wichtig. Wichtig ist der Kopf. Aha. Der Kopf. Ja, der Kopf. Okay. Ich weiß nicht, wie man hier anhält, aber das scheint geklappt zu haben. Life support, energy supply at 20%. Yeah, 20%. Wir haben es geschafft gleich. Oh, hoppla. Zwei nur noch. Oh.
Ehrlich? Wer baut denn sowas? Hier vorne ist kein Strom drauf, auf den ersten Dingern. Da ist ja immer noch Strom drauf. Oh nein. Moment mal, sind wir etwa nur ein Kopf? Uah! Nein, sind wir nicht. Okay, wir haben alles gut. Ich weiß schon. Beine gibt's auch noch hier. Ich sehe es schon. Ja, ja, wir stecken das ja sofort wieder da rein, wenn wir hier rausfinden, jemals. Ach so, das war das Letzte. Oder? Ah. Power fully redirected from life support to rotation engine. Access control center to activate engine. Life support failing. Kein Problem, nur keine Panik, hier waren wir doch schon mal. Oh, das war falsch. Wir müssen nochmal alles rückgängig machen. Alles wieder verbinden miteinander. Ich weiß nicht, warum ich hier die Fenster immer zumache. Aber ich denke, wenn da ein Stein vorfliegt, wir sollen das bezahlen. Wir haben doch schon mal eingeschaltet wieder. Wie haben wir das denn gemacht? Ach, wir hatten da diese beiden Dinger und dann haben wir einen Neustart gemacht. Die beiden Dinger, Batterien oder Riesenbatterien. So etwas in der Art. Lybra. Hier ist rot, hier fliegen wir mal durch. Oder kommen wir hierher vielleicht? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Orion, da ist es doch. Da kommen wir aber doch her. Wir sollten das einschalten. Und dann... Starten Sie die Station-Rotation-Motoren in der Zentrale. Kehre zum Kontrollzentrum im Lybra-Flügel zurück. Wo ist der? Ist bestimmt hier. Ja, zurückkehren stand dran, also war das hier vorne schon mal falsch. Oh nein. Warum ist das jetzt so? Okay, dann geht's ja nicht anders. Nanu? Hier ist doch Lybra. Da waren wir doch richtig gerade. Arm gebrochen. Alles außer Betrieb hier. Alles außer Betrieb. Hier können wir durch. Schlafquartiere, aber das ist doch nicht richtig. Naja, aber da kommen wir vielleicht. Ah,
Ja. Okay, das müsste hier sein. Aber welcher? Dieser hier. Aktivieren Sie... Ja, genau. Rotationsmotor aktivieren. Rotationsmotor aktiviert. Raumaufzug online. Nicht gut. Oh. Moment. Zu spät. Ich wusste nicht, dass man da greifen muss. Das nächste nehmen wir. Das nächste, jetzt weiß ich. F. Greifen. Ich habe dynamische Tasten. Hey, was machst denn du da? Ach so. Vorsicht. Da, nimm das. Gelb ist gut. Autsch. Egal. Oh oh. Wird knapp, oder? Wir haben alles kaputt gemacht. Ach, weil wir wieder die Aufgabe nicht verstanden haben, wahrscheinlich. Oh, hier sollen wir durch. Okay, ich verstehe. Ah, nein. Da hätte einer sein müssen, oder? Wir können aber auch die Luft anhalten, ganz kurz noch. So viele, alle kaputt. Oh nein. Zu spät. Oh, wo lang jetzt? Ja, wieder zurück rein. Wenn die Tür zugeht, dann ist gut. Luft anhalten. Also ich kann länger die Luft anhalten. Er hat es nicht geschafft. Och nö. Ja, wow, liebe Welt da draußen. Ich kann ja gar nicht aufhören und es gibt ja zum Start einer Serie immer zwei Folgen. Das heißt, dass wir gleich ein Ende finden müssen. Ich weiß nicht mehr, wo wir uns festhalten sollten, aber wir sollten uns festhalten. Vielleicht ist es gut, wenn wir das erste erwischen jetzt. Ja, ich habe F getippelt. Tippeln zählt nicht, das ist Cheaten. Halt dich da fest, F! Ach, das ist aber was anderes diesmal, oder? Meine ich das nur? Ganz schnell wieder zurück, ganz genau. Grapsch dir das, jetzt wissen wir ja. Jetzt ist einfach. Antrieb haben wir genug. Oh, bis jetzt war das Ding nie leer. Ach, wir sind super schnell, wir schaffen das. Ins Mikro bitte. Wir sind super schnell, wir schaffen das. 2 Sekunden noch. Luft anhalten. Wir dürfen das erste nicht verpassen, vielleicht. Okay, ein Versuch noch. Halt dich fest. Drehen uns mehr als vorhin, oder? Wow. Halt dich da fest. Ich hab F gedrückt. Ich protestiere hier draußen. Jetzt aber schnell.
Ach, wir schaffen das jetzt. Da sind so viele an uns vorbeigeschwebt vorhin. So, wo ist der nächste Beutel hier? Nein, das wird nichts. Kann man nicht die Luft anhalten oder hält er schon die ganze Zeit die Luft an? Ja gut, liebe Welt da draußen. Die Folgen möchte ich auch noch rendern und dann soll es um 6 Uhr auch pünktlich rauskommen, zum Start des Titels. Das bedeutet, wir versuchen es nochmal, aber ich bedanke mich schon mal für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Und die zweite Folge kommt ja gleich danach. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe F gedrückt. Tschüss.